Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt eine Minuteman-Kleidung. Da gucken wir doch auch gerne mal hier rein. Wir haben nämlich jetzt eine Wahrnehmung ein bisschen höher, Beweglichkeit ein bisschen höher und wir haben Charisma wegen der Brille noch um ein höher. Wir können Charisma auch dauerhaft noch ein höher machen. Ich habe jetzt die Schmalzlockenperücke weggepackt und dafür haben wir jetzt Zeitungsverkaufskappe. Die benutzen wir auch einfach jetzt gleich mal, damit das generell nochmal die Stats um ein höher sind. Charisma 6 ist ganz gut. Falls wir dauerhaft mal jetzt wieder mal nicht schaffen, unseren Anzug noch anzuziehen, wo wir dann auch nochmal 2 mehr kriegen, wo wir dann 8 hätten. So. Ja, wir haben so ein paar Sachen an. Lederrüstung, Waffen. Da, wir wollen jetzt als nächstes erstmal mit den Menschen reden. Lass uns handeln. Jetzt braucht man einen Angriff mehr. Wenn wir jetzt Tuchtschuss reden. Bist du bereit für etwas Arbeit? Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Okay, ich baue dir Betten. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, das eine ist aber mein Bett. Ich werde euch mal ein... Ich werde euch das Haus hier. Das Haus, das dürft ihr haben. Müssen wir aber erstmal hier ein bisschen aufräumen in dem Haus. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Ja, das ist schön. Ich würde aber jetzt gerne... So, wir wollen jetzt erstmal hier aufräumen. Das da brauchen wir nicht. Das können wir gleich verwerten. Das können wir also, obwohl, abbrechen. Das scheint mir. Ah, ne, das ist ja. Alles, was gelb ist, kann man nicht bewegen. Das kann man bewegen, guck mal. Und der sieht auch blöd aus. Die Küche lassen wir erstmal noch drinne. Hier, das stellen wir mal wieder richtig hin. Radio behalten wir mal. Heizung behalte ich auch. Koffer. Beneath the sand, those can take me closer.
wollte, ich mache hier aus. Warte mal weg. So, machen wir hier raus doch mal. Möbel, Holz, Struktur, Möbel, Betten. Drei Betten. So, hier. Aber das finde ich auch nicht schick. Das geht weg. Die behalte ich aber. Richtig schick. Bauen wir uns hier nämlich noch einen neuen Lagerraum auf. Mal gucken, ob wir da reintun werden. Irgendwann mal was. Es fehlt nur ein Bett, glaube ich. Ich möchte dich nicht entschuldigen. Das brauchen wir mal, weil ich möchte, dass sie alle hier drin schlafen. So. Ich frage mich noch, wie man das aus dem Haus findet, wenn man zuweist, damit sie nicht in meinem Bett schlafen. Das möchte ich drüben haben. Unterschiedlich, aber egal. So. Sturges reden. Er ist. Du bist an diesen Ort gebunden, ich weiß. Was? Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Was meinst du damit? Ein Brunnen. Da müssen wir nicht mehr das Wasser aus dem Fluss trinken. Das Zeug ist ziemlich ungesund. Meinst du, das Grundwasserbrunnen ist besser? Okay. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Machen wir hier so eine Art Marktplatz draus hier. Oh, auch viel Zeug. Achso, ich habe eigentlich auch noch einen Mod drauf, dass man endlich viel größer hat. Aber ich weiß nicht, ob der funktioniert.
Wäre natürlich schön. Ich habe keine Lust, dass hier irgendwann eine Begrenzung ist. Das wäre doch blöd. Die Mauer bleibt. So, das heißt. Hier sind Reifen. Reifen braucht kein Mensch. Den Baronen, das müssen wir mal gucken. Möbel, Schutt, Ressourcen, Wasser. Was ist das denn? Was benötigt Strom? Diese Pumpe hier. Wasseraufbereiter ist das. Naja, wir nehmen erstmal das. Prozent 3 Wasser. Reicht aber nicht. So reicht das. Wasserversorgung zu 100% erfüllt. Hier, das ist doof mit diesen Wellen. Deswegen kann ich diesen Ball auch gleich entwerfen. Komische Fässer. Na komm, cool. Schleimmaschine werden wir mal behalten. Das lassen wir auch mal. Band, Kleber und Stoff. Bleiholzsäure. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schicker hier aus jetzt. So. So, jetzt müssten wir mit ihm noch mal reden. Sturges. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Butterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Mais, okay. Hier haben wir jetzt ein bisschen komische Melonen. Scheint wirklich was zu werden. Ressourcen, was essen. Sehe ich aus, als wollte ich. Nee, ich glaube nicht.
Ressourcen essen. Oh nein. Reicht noch nicht. 60% ist erst erfüllt. Wir bräuchten jetzt mehr Melonen. Anderes Zeug. Melonen. Matrobeeren. Pflanzen. Ja, das heißt, wir müssen mehr Pflanzen finden. Dann komme ich dann hier nicht weiter. Das Auto. Gut, also man muss natürlich noch viel mehr aufräumen hier. So, machen wir mal so ein bisschen, da wir jetzt aber neue mehr Pflanzen benötigen, damit wir hier mehr Essen haben. Dann können wir jetzt aufhören, weil da jetzt so aufzuräumen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Wir brauchen mehr Nahrungsmittel. Wir haben ja zwei... Warte mal, was habe ich überhaupt? Daten. Ich habe Sanctuary. Genau, die Quest. Der erste Schritt. So, aktiviert, da müssen wir hin. Und der Juwel des Commonwealths ist das. Das war die Hulk-Story. Wir laufen jetzt erstmal. Wir laufen jetzt erstmal zu den Nebenquests, damit ihr auch einmal seht, wo wir überhaupt hin müssen. Mache ich jetzt für euch auch nochmal auf. Wir müssen da oben links hin. Da gibt es nämlich bestimmt auch mehr Pflanzen. Deswegen werden wir da jetzt gleich mal hingehen zu dieser Nebenquest. Hoffe ich zumindest, dass sie da Pflanzen haben. Und ist langsam, aber er kommt. Müssen wir da heimmäßig laufen. Vielleicht gibt es ja einfach noch hier Pflanzen. So, das machen wir mal auch mal. Es ist ja nicht dunkel gerade. Auto. Aber hier waren wir auch schon mal Leute. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und auf dem Schrottplatz ähnlichen Ding. Thank you.
Menschen. Siedler. Mais. Siehst du, wir haben Mais gefunden. Wir werden vielleicht mal Mais sogar anbauen. Autos sind böse. Mal gespeichert. Ich wollte schon öfters mal von Autos getötet, wenn ich jetzt noch nicht dran brauche. Da kommen wir auch noch mal rein und da ist auch noch irgendwas Schrottplatzmäßiges. Dickicht-Ausgrabung. Okay. Da will ich jetzt aber auch gerade nicht hin. Können wir später noch mal hingehen. So, erstmal mal in diese Richtung hier. Mal links, da ist schon auch irgendwas. Wenn wir auch alles immer noch mal mit hinkommen, dann müssen wir jetzt erstmal zu dieser Farm, wo wir helfen sollen. Gule. 4. Kleber hat er gut dabei. Beförderung. Befort. Station. Ist ein Computer. Schon was aus der Gold. Gucken wir gleich mal rein. Mais, also Mais habe ich schon 2. Das könnte doch schon fast reichen. Frachtbestimmung. Frachtbestimmung. Alle Ladungsverzeiler müssen in diesem Terminal protokolliert werden. Protokolle werden 6 Monate lang vor Ort aufbewahrt, bevor sie auf Holoband archiviert werden. Eingehende Lieferungen erfolgen zwischen 8 und 8:30 Uhr. Die Lieferung zum Steinbruch muss bis spätestens 12 Uhr erfolgen. Keine Ausnahmen. Ausgehende Lieferungen erfolgen zwischen 15 und 17 Uhr. Ladungsverzeichnis 0. Diverse sollten bei der Steinbruch weitergegeben werden. Bauarbeiter Lana erwartet bei Ankunft weitere Anweisungen. Aha.
irgendwas, aber nichts Großartiges steht da jetzt. Oh. Alter. Schon was ab mit den Kohlen. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht zu holen. Dogmeat kannst du mal. Hast du brav gemacht, Hund. Oh, da ist noch einer. Dogmeat! Wie viele sind denn hier von diesen Ghoulen? Das kommt man gar nicht. Ich glaube, einen kommt in die falsche Richtung. Mal gucken uns jetzt nochmal hier ein bisschen auf dem Bahnhof um. Ich sollte aufhören zu spammen. Na, Munition muss ich pfleglich umgehen. Gucken wir noch in das Häuschen hier rein und dann war es das auch schon wieder. Oh, ein Dutchman. Dutchman-Instruktion. Dann werden wir hier nächste Folge weitermachen und uns die Instruktion von dem Dutchman mal angucken und dann nochmal hier Stations und gucken, was da so drin steht. Dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht und tschüss.